Das ist ganz klar. Machen das für Ihre Schüler? Auch. Ja, meine Schüler haben mich auch schon darum gebeten, und aber auch Erwachsene, sie würden gerne den einen oder anderen Vortrag mal hören. Und dann bin ich mal gespannt, ob dieses Gerät sein Geld wert war. Ich benutze es jetzt zum allerersten Mal. Ich habe es heute gekauft. Wenn Sie meinen Namen eingeben, Ulrich Büttner Faschismus, dann wird das auftauchen. Ja, das wird schon, also auf YouTube. YouTube, Ulrich Büttner Faschismus, dann finden Sie irgendein Foto von mir. Das werde ich ja noch machen, und dann wird das Ganze. Ich habe einen Vortrag schon ins Internet gestellt, wenn Sie das interessiert. Beziehungsweise das hat mein lieber Bruder gemacht. Mit dem habe ich ja im Tertianum einen Vortrag gehalten, so im Dialog über Lessings Nathan der Weise. Und das kann man sich im Internet anhören. Sehen tut man nichts, außer das Gesicht von meinem Bruder und mir. Aber anhören kann man sich das Ganze, wenn da Interesse besteht. Also sage ich mal vielen Dank für Ihre Bereitschaft, dass ich das hier aufnehmen darf. Heute, wie gesagt, geht es um ein Thema, das manche von Ihnen tatsächlich so als ganz kleine Kinder noch vielleicht am Rande erlebt haben. Faschismus, Ursachen und grundlegende Ideen einer menschenverachtenden Idee. In der Tat, in fast allen europäischen Ländern formten sich in den Zwischenkriegsjahren zwischen den beiden Weltkriegen faschistische Bewegungen. Die meisten dieser Parteien blieben Randerscheinungen, ein paar wenige erlangten die Macht. Unter anderem in Italien und Deutschland, gewissen Grenzen noch in Spanien, sonst eigentlich nirgends. Italien, Deutschland, Spanien, die drei Länder. Portugal ist noch ein Sonderfall, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. In allen anderen Ländern blieb der Faschismus Randerscheinung und konnte höchstens an die Macht kommen durch die Besetzung der Nazis. Klar, die haben dann die faschistischen Parteien protegiert, aber von sich aus hat man es nur in diesen drei oder vier Ländern geschafft. Doch, da sind wir sozusagen schon mal ein Problem. Was ist denn überhaupt Faschismus? Und warum war er in manchen Ländern erfolgreich und in anderen Ländern zum Glück nur eine Randerscheinung? Ja? Es gibt manche Leute, und das spricht auch einiges dafür, die sagen, man kann eigentlich den italienischen Faschismus und den deutschen Nationalsozialismus nicht einfach so gleichsetzen. Die haben viele Gemeinsamkeiten, aber sie haben in der Tat auch Unterschiede. Ein großer Unterschied, den ich jetzt gleich erwähne, vielleicht komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen, der italienische Faschismus kannte nicht diesen vernichtenden Antisemitismus, den der deutsche Nationalsozialismus kannte. Unter Mussolini wurden Juden durchaus bedrängt, also Antisemitismus als Grundstimmung gab es schon, aber diese Vorstellung, man müsse alle Juden vom Erdboden tilgen, das hat sogar Mussolini selber immer wieder gesagt, das findet er merkwürdig. Also daran hat er sich eigentlich auch nur unter Zwang von Seiten der Deutschen beteiligt. Also sagen wir mal, dieses eliminatorische, total zerstörerische, das ist vielleicht nochmal eine Stufe über dem Faschismus. Der italienische und auch der spanische Faschismus hatten die waren grausam genug, ja, aber die hatten sozusagen noch nicht so diesen extrem totalitären Zug, den der Nationalsozialismus hatte. Deswegen gibt es manche, die unterscheiden zwischen Faschismus und Nationalsozialismus. Viele Gemeinsamkeiten, aber es ist nicht einfach deckungsgleich. Ja. Also speziell Franco in Spanien ist ein Beispiel dafür, ich komme noch drauf, dass sozusagen Faschismus sich auch mit anderen politischen Elementen bis zu einem gewissen Grad verbinden kann. Also auch da, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, Francos Herrschaft war grausam und Francos Herrschaft war diktatorisch. Aber man kann es nicht mit Hitler gleichsetzen. Also ganz so einfach ist es nicht. Ja, es gibt da schon auch gewisse Unterschiede. Fangen wir mal ganz allgemein an. Faschismus war zunächst die Eigenbezeichnung einer politischen Bewegung, die unter der Führung von Benito Mussolini im Jahr 1922, also da ausgehend, bis 1945 die beherrschende politische Macht war. Ein diktatorisches Regierungssystem, selbstverständlich, ist sozusagen die Idee des Faschismus von Italien aus in die anderen Länder Europas getragen worden. Seit dem Ersten Weltkrieg sind die parlamentarischen Demokratien in Europa ganz schön in Bedrängnis geraten und in einigen Ländern, allen voran natürlich Deutschland, konnte sich die Demokratie nicht halten. Also Faschismus ist eigentlich eingebettet in eine historische Epoche. Ganz grob Erster Weltkrieg bis 1945. Alles nach 1945, einfach damit wir begrifflich klar miteinander reden, nennt man Neofaschismus, ja, oder auch Neonationalsozialismus. Also die historische Phase des Faschismus endete mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945. Ich bitte übrigens zu entschuldigen, das Gerät hier ist immer noch kaputt.
Ne? Ach so, ich hab... Ja, die sind beide Glühbirnen letzte Woche ausgefallen, Clubs, auf einmal waren sie beide kaputt, das war echt kurios. Ich habe neue bestellt, die hätten eigentlich schon längst ankommen sollen. Ich muss morgen mal anrufen. Ich habe trotzdem was für Sie dabei und da würde ich einfach vorschlagen, dass ich das durchgehe, also durchgeben lasse und jeder hat es mal einfach kurz gesehen, weil wenn ich es dabei habe, dann sollen sie es auch sehen. Kommen wir nämlich zu dem Begriff Faschismus. Wo kommt das Wort überhaupt her? Das italienische Wort für Bund, Fascio. Der Begriff wird allerdings zurückgeführt auf eine, ja, auf ein Ereignis bzw. auf etwas aus der Römerzeit. Bevor ich das genauer erkläre, muss man aber auch wissen, dass Faschismus ein relativ schillernder Begriff ist, der von verschiedenen Leuten unterschiedlich verwendet wird. Es hängt natürlich auch immer von der eigenen politischen Position ab. Also manche sagen Faschismus, das sind wirklich nur die Leute, die rechts außen sind. Andere sagen, also faschistische Elemente findet man auch bei bürgerlichen Parteien. Das heißt nicht, dass das Nazis sind, ja? Aber so bei so manchen Äußerungen von manchen bürgerlichen Kräften, da ist sozusagen die Abgrenzung nach rechts relativ schwer. Ja? Das ist ganz klar. Oder nehmen Sie so jemand wie Viktor Orban in Ungarn. Also definitiv arbeitet dieser Mann mit faschistischen Elementen. Ich würde jetzt auch nicht einfach hingehen und sagen, Faschist, Punkt, abgestempelt. Das wäre ein bisschen zu einfach, aber definitiv versucht dieser Mann, die Demokratie in Ungarn zu unterminieren und letztendlich auch so weit abzuschaffen, dass er nicht mehr abgewählt werden kann. Wo das in Reinkultur im Moment geschieht, da würde ich den Begriff übrigens sofort verwenden, aus tiefster Überzeugung, ist in der Türkei. Was Erdogan macht, ist Islamofaschismus, also in Reinkultur. Er will die Demokratie, den Liberalismus und alles zerstören an Werten, Gedanken und Ideen, die nicht den seinen entsprechen. Sie haben das sicher schon oft genug mitbekommen. Wer ihm widerspricht, ist einfach Terrorist. Punkt. Ja, da wird hier Stempel drauf, Terrorist, Terroristen darf man bekämpfen, ins Gefängnis einsperren, selbstverständlich auch ohne Gerichtsprozesse. Ja, da werden deutsche Journalisten, egal wie man sie jetzt findet, wie der Dennis Yücel auf einmal zu Terroristen erklärt. Entschuldigen Sie, man muss den Journalisten nicht gut finden, aber das ist aberwitzig. Müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Und das ist sozusagen schon ein Grundelement des Faschismus. Er kennt nur Freund-Feind, nur Schwarz-Weiß. Und ich denke, Sie werden mir alle zustimmen, wenn ich sage, die Welt ist ein bisschen vielschichtiger. Ich sage immer gerne, die Welt ist nicht schwarz oder weiß, die Welt ist bunt. Was nicht heißt, dass es nicht radikale Kräfte auf beiden Seiten gibt, selbstverständlich. Und genau diese, vor allen Dingen auf der rechten Seite, aber häufig auch auf der linken Seite, sehen sozusagen die Welt in so einem Freund-Feind-Schema. Das ist typisch. Ja? Trotzdem ist es gar nicht so leicht, im Einzelnen den Begriff Faschismus mit Inhalt zu füllen. Ja? Also ein Fascio italienisch ist ein Bund, es werden also Bündler, die also sozusagen in, das sind eigentlich immer Männerbünde, zusammenkommen und entsprechend versuchen, Macht auszuüben. Ja? Das leitet sich höchstwahrscheinlich von dem lateinischen Wort Fasces ab. Und Fasces heißt Rutenbündel. Ein solches habe ich Ihnen mitgebracht. Lass es einfach einmal durchgehen, dann sieht das wieder. Das war dann immer bei Frau Tipulka, das ist doch sehr schön. Es gab im alten Rom, in der Zeit der Republik, also das war jetzt noch vor Caesar und Augustus, gab es dieses Rutenbündel, was Sie da sehen, als Machtsymbol. Die Lektoren, das waren hohe römische Beamte, haben diese Rutenbündel getragen, das ist also ein Rutenbündel mit einer Klinge, so eine Art Beil könnte man sagen, ist das dann. Und damit haben sie die Macht des Staates, des römischen Staatsapparates, speziell die Macht der Konsuln, verdeutlicht. Die sind nämlich, wenn der Konsul oder beide Konsuln durch die Straßen von Rom gelaufen sind, haben die Lektoren diese Rutenbündel vor sich hergetragen, um zu sagen, hier kommt jetzt die staatliche Macht, der man sich zu beugen hat. Und diesen Begriff hat dann Mussolini übernommen, also er hat ihn nicht erfunden, aber er hat ihn dann übernommen und hat deswegen seine Bewegung Faschismus genannt. Auch natürlich eine direkte Anspielung auf das Römische Reich, denn Mussolini träumte immer davon, der neue Imperator eines neuen Römischen Reiches zu werden. Ich meine, das hat hinten und vorne nicht funktioniert. Ja, auch sehr bescheiden im Vergleich zu Hitler. Ja, stimmt. Hitler wollte Weltherrschaft. Richtig. Da, vielleicht sieht man da auch schon einen Unterschied zwischen Faschismus und Nationalsozialismus. Der Faschismus Spaniens war überhaupt nicht expandorisch veranlagt, also expansiv. Man hat sich mit Spanien begnügt. Spanien hat nicht die Idee gehabt, jetzt noch Portugal sich zu holen oder sonst was. Der Franco war damit zufrieden,
dass er in Spanien herrscht und diktiert und nicht hinterfragt wird. Mussolini ging dann schon einen Schritt weiter. Mussolini wollte das alte Römerreich wieder auferstehen lassen. Sie haben ganz recht, und Hitler gleich die ganze Welt. Das ging ja sozusagen nochmal eine Nummer weiter. Es ist übrigens interessant, natürlich Hitler und Mussolini sind gescheitert, Franco letztendlich nicht. Franco hat bis zu seinem Lebensende, erst 1975 gestorben, Spanien regiert. Also Franco war schlicht und ergreifend schlauer als Hitler und Mussolini. Er hat sich gehalten, die anderen beiden nicht. Wenn Franco sich am Zweiten Weltkrieg beteiligt hätte, dann wäre er auch weggespült worden. Dann hätten die Amerikaner und Briten ihn besetzt und dann wäre Schluss gewesen mit Francos Herrschaft. Der Mann war aber schlau genug, hat sich gesagt, nee, da mache ich jetzt mal nicht mit, ich begnüge mich mit Spanien. Und Spanien hat er gehalten, bis zu seinem Tod. Ich komme noch drauf, die katholische Kirche oder große Teile, nicht alle, große Teile der katholischen Kirche haben da ein ganz mieses Bild abgegeben. Alle bis auf einen Bischof haben sich für Franco und die Diktatur und den Faschismus in Spanien ausgesprochen. Nur ein Bischof, bezeichnenderweise der von Barcelona, hat gesagt, nein, ich möchte, dass die Republik, die Demokratie in Spanien sich durchsetzt und nicht die Diktatur. Die katholische Kirche hat immer gerne Diktatoren unterstützt. Zum Teil macht sie es heute auch noch, aber sie hat schon dazugelernt. Also die spanische Kirche heute würde eine diktatorische Tendenzen, so denke ich, da jetzt nicht mehr unterstützen. Aber vergessen wir nicht, so lange ist das noch nicht her. Vor 50 Jahren hat Franco noch geherrscht. Ja? Und da haben große Teile der katholischen Kirche in Spanien ihn unterstützt. So, wenn wir also jetzt mal versuchen, den Begriff Faschismus doch mal festzuhalten und zu definieren, kann man sagen, in den meisten europäischen Ländern wird er als eine totalitäre Bewegung definiert, der versucht, alle Bereiche der Gesellschaft zu erfassen. Das ist ja das Wesen von totalitär. Ne? Alles wird erfasst, jeder wird bis ins Kleinste, im besten Falle bis ins Privatleben hinein kontrolliert. Es ist eine Ideologie, die absolut antidemokratisch ist, absolut hierarchisch, also im Prinzip nach Führerprinzip aufgebaut. Das ist Faschismus immer. Faschismus kann nicht demokratisch sein, das ist ein absoluter Ausschluss. Ja. Und in vielen Fällen ist er auch außenpolitisch aggressiv, abgesehen von Franco. Der war außenpolitisch tatsächlich nicht aggressiv. Und wie schon erwähnt wurde, Teile des bürgerlich-konservativen Lagers haben immer den Faschismus unterstützt. Ja. Also die katholische Kirche, aber auch bei politischen Parteien ist das immer wieder der Fall gewesen. Es gab auch immer wieder die Idee in Deutschland, als Hitler noch nicht an der Macht war, mit Hitler zusammenzuarbeiten von Seiten der konservativen Parteien. Ja. Ich möchte jetzt auch die Parallelen nicht überziehen, aber die AfD hat auch definitiv faschistische Tendenzen. Nicht jeder, der die AfD wählt, so weit würde ich nicht gehen, aber entschuldigen Sie, also das ist schon echt gruselfinster, was da manchmal von denen erzählt wird. Und es gibt Teile der CDU, die ganz offen darüber nachdenken, vielleicht doch mal mit der AfD zu koalieren. Ja, also das ist sozusagen der Teil des bürgerlichen Lagers, der bereit ist, mit faschistischen Kräften zusammenzuarbeiten. Der ist heute relativ klein, der war in den 30er Jahren recht, recht groß. Ja. Faschismus ist auch eine Reaktion, übrigens genauso wie Sozialismus. Da haben in dem Punkt was gemeinsam. Sie haben nicht viel gemeinsam, aber das haben sie gemeinsam. Eine Reaktion auf die Herausforderungen der Moderne. Insoweit hat Faschismus seine Wurzeln im 19. Jahrhundert. Man spricht auch da vom Präfaschismus bzw. von einer konservativen Revolution. Diese konservative Revolution des 19. Jahrhunderts richtete sich in erster Linie gegen die Ideen der Französischen Revolution, die im 19. Jahrhundert immer wirkungsmächtiger wurden. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit sind nicht Ideen des Faschismus, ganz im Gegenteil. Und diese präfaschistischen, konservativen Bewegungen des 19. Jahrhunderts haben sich gegen bestimmte Aspekte der Moderne gestellt, zum Beispiel Gleichberechtigung von Mann und Frau, das finden Sie im Faschismus nirgends. Gegen Materialismus, gegen Liberalismus, gegen Individualismus, gegen Demokratie und so weiter und so fort. Da können Sie übrigens schon erkennen, Faschismus kann man viel häufiger definieren durch die Tatsache, was er nicht will, als das, was er will. Ja? Also die Ablehnung, das ist sozusagen ein Grundelement des Faschismus. Die Moderne, im Prinzip alle modernen Ideen seit 1789 werden abgelehnt. Nicht die technische Entwicklung, die nutzt man gerne. Ja? Das ist klar, wenn Hitler die Atombombe gehabt hätte, hätte er sie auch eingesetzt. Ja? Die waren nicht reaktionär in einem technologischen Sinne, aber sehr wohl in einem ideologischen Sinne. Das ist ganz klar.
Und da gibt es natürlich auch Berührungspunkte einfach zwischen Konservatismus und Faschismus. Ja? Genauso wie es zwischen Sozialdemokratie und Sozialismus, Kommunismus auch Berührungspunkte gibt. Das ist ganz klar, weil beide sozusagen zumindest ein Stück weit aus einem bestimmten Pool ihre Ideen beziehen. Und wenn der Konservatismus, der ja in Teilen durchaus auch seine Berechtigung hat, so will ich es ja gar nicht anders darstellen, wenn der Konservatismus bestimmte moderne Entwicklungen ablehnt, dann bewegt er sich sozusagen geistig auch in einem Umfeld, aus dem auch der Faschismus entstanden ist. Es ist nicht das Gleiche, ja? Das will ich nicht falsch verstehen, aber es gibt doch gemeinsame Bezüge. Ja? Weitere Merkmale, die ich zum Teil auch schon angesprochen habe, neben dem Führerprinzip und dem Totalitätsanspruch, ist halt einfach die Ablehnung der Aufklärung. Aufklärerisches Gedankengut schätzt man nicht im Faschismus. Antifeministisch mit konservativen Rollenbildern, sowohl was die Frau als auch den Mann angeht. In der Wirtschaftsordnung zählt natürlich letztendlich das Prinzip der Marktwirtschaft. Also Faschismus hat die Marktwirtschaft niemals in Frage gestellt, sondern im Gegenteil zum Teil auch noch entsprechend vorangetrieben. Und Faschismus, das ist ja ein wesentliches Element des Totalitarismus, strebt danach, wirklich alle Lebensbereiche zu durchdringen. Und auch da kann man natürlich, ich will es wie gesagt nicht überstrapazieren, gewisse Tendenzen auch zwischen unseren modernen Demokratien und faschistischen Bewegungen sehen. Was unser Staat alles an Daten über uns sammelt, da wird mir manchmal gruselig. Und das sind Sachen, die mittlerweile auch bestätigt wurden. Das sind keine Räuberpistolen. Gell? Meine Güte, ich würde unserem Staat nicht unterstellen, dass er faschistisch ist, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber so eine gewisse Tendenz doch, Gesinnungsschnüffelei zu betreiben, ich möchte es mal bewusst so ausdrücken, die ist in Teilen schon vorhanden. Man möchte den Bürger kontrollieren, um ihn zu schützen. Ja, okay, das ist zumindest die Propaganda. Also da bin ich manchmal auch immer ein bisschen ängstlich und skeptisch. Vielleicht bin ich da auch überängstlich, das kann sein, da muss man auch selbstkritisch sein. Aber man muss einfach sehen, der Faschismus ist etwas, was in gewissen Elementen oder mit gewissen Elementen auch immer wieder in unserer Gesellschaft auftaucht. Und das muss sich nicht zwangsläufig immer gleich zeigen bei einem Neonazi, der irgendwie ein Asylantenwohnheim anbrennt. Also das ist dann sozusagen der Endpunkt der Entwicklung, aber es geht auch vorher noch um einiges. Ja. Der Faschismus vertritt auch die Vorstellung von einem einheitlichen Volk. Ein Volk, das eine Idee hat, eine Vorstellung. Pluralismus ist das Schlimmste, was man sich im Faschismus vorstellen kann. Unterschiedliche Meinungen sind des Todes. Man hat einer Meinung zu sein und die Meinung wird nicht unten basisdemokratisch gebildet, sondern von oben nach unten diktiert. Immer natürlich propagandistisch begleitet und flankiert mit der Vorstellung, dass alles sei ja zum Wohle des Volkes. Manchmal ist der Faschismus extrem radikal und nicht kompromissbereit. Manchmal geht er mit liberalen und konservativen Bündnisse ein, um vor allen Dingen linke Kräfte, das ist ja der Hauptfeind des Faschismus, auch entsprechend zu schwächen. Andersrum genauso. Spanien zum Beispiel hat in den 1950er Jahren auf militärischer Ebene mit der NATO eng zusammengearbeitet, das faschistische Spanien. Nein, es war nicht Mitglied der NATO, das wurde erst in den 80er Jahren, aber unter Franco haben die US-Amerikaner, hat auch Konrad Adenauer und alle anderen westlichen Regierungschefs keine Probleme gehabt, mit einem faschistischen Diktator zusammenzuarbeiten, solange es gegen den Ostblock geht. Das ist ganz klar. Also diese Gemeinsamkeiten existierten dann sofort und die existieren bis zu einem gewissen Grad heute noch. Die Nation wird als organisch-mystische Einheit wahrgenommen mit einer moralischen Grundausrichtung. Und alle, die dem widersprechen, werden als nicht mehr Teil des Volkes angesehen. Ja? Das sind dann Volksschädlinge, Begriff, den die Nazis oft verwenden haben. Ein Fremdkörper des Volkes. Ja? Also das Volk wird sozusagen gleichzeitig idealisiert, aber auch sozusagen monolithisch gesehen. Und die Faschisten, die erklären auch, wer Volk ist und wer nicht. Ja? Bloß weil man deutscher Abstammung ist oder deutschen Blutes, wie es immer so blöd heißt, ja? Ist man für die Faschisten noch lange kein Deutscher. Auch in die andere Richtung. Von Goebbels ist dieses berühmte Zitat, wer Jude ist, bestimmen wir. Ja? Wer Deutscher ist, bestimmen auch wir. Das steckt da natürlich auch mit drin. Wir entscheiden das. Ja? Man hat kein angestammtes Recht darauf. Das kann einem jederzeit entzogen werden. Und so, Sie wissen, so Leute wie Albert Einstein, die ursprünglich einen deutschen Pass hatten, später dann einen Schweizer Pass,
den wurde von Seiten der Nazis der deutsche Pass auch sofort entzogen, beziehungsweise hätte ihn nicht mehr bekommen. Na gut, nach dem Krieg wollte er ihn auch nicht mehr haben. Das ist ganz klar. Also, Feinde des Faschismus sind doch immer per Definition Feinde des Volkes. Ja? Deswegen fand ich es so unglaublich gruselig, als vor einigen Jahren diese Pegida-Bewegung entstanden ist und dort gebrüllt wurde, wir sind das Volk. Ja? Das ist absolut faschistoid. Vorsicht, das denken Sie vielleicht, 1989 sind die Menschen in der DDR auf die Straße gegangen und haben diesen Satz gebrüllt. Ja? Aber 1989 kann man wirklich mit gutem Gewissen behaupten, dass ganz breite Teile der DDR-Bevölkerung dies mitgetragen haben und die DDR-Diktatur endlich auf den Müllhaufen der Geschichte schmeißen wollten. Das würde ich aber für die letzten Jahre, für die Menschen, die im Rahmen der Pegida-Demonstration auf die Straße gegangen sind, so nicht stehen lassen. Sie könnten von mir aus schreien, das wäre empirisch auch richtig, wir sind ein Teil des Volkes. Das sind sie. So bedauerlich das aus meiner Sicht ist, dass wir Faschisten haben. Ein Teil des Volkes sind sie. Aber sie brüllen, wir sind das Volk. Und die anderen sind nicht Volk. Für diese Menschen wäre ich auch kein Volk und sie wären auch nicht Volk. Ja? Also da muss man ganz klar sehen oder erkennen, dieses massive Schwarz-Weiß-Denken, dieses vom Totalitarismus durchtränkte Denken, dass es nur Freund und Feind gibt. Die institutionelle Dimension des Faschismus zeigt auch ganz deutlich sein unterdrückerisches Potenzial. In jeder faschistischen Regierung war Terror ein Mittel, um die politischen Gegner einzuschüchtern. Es wurde von allen faschistischen Gruppierungen verwendet, aber wirklich, ich sage bewusst Terror. Terror heißt, also mal ganz runtergebrochen auf sozusagen die phänomenologische Ebene, dass Menschen nachts von irgendwelchen Geheimdienstleuten aus dem Bett gezerrt, abgeholt werden, für Tage, Wochen oder Monate in irgendwelchen Foltergefängnissen verschwinden, niemals einen Untersuchungsrichter sehen. Genau das, was unter anderem gerade in der Türkei passiert. Ja? Wer sich dort zu laut gegen Erdogan äußert, verschwindet mal ganz schnell für Monate oder Jahre im Gefängnis. Das ist Terror, der von Staatsseiten ausgeht und besonders perfide werden die Opfer dieses Terrorismus als Terroristen bezeichnet. Ja? Das ist wirklich besonders perfide. Ja? Also, organisierter, permanenter Terror. Faschisten arbeiten also mit Angst. Jeder soll jederzeit Angst haben, dass er auch abgeholt werden könnte. Angst soll die Menschen gefügig machen. Und Angst, das lehren uns die Psychologen, das habe ich auch gestern bei einem anderen Vortrag erwähnt, die Psychologen sagen, dass Angst das mächtigste Gefühl ist, das wir Menschen haben. Wer die Ängste der Menschen kontrolliert, kontrolliert die Menschen. Deswegen Terror und Angst, Furcht. Das sind die Elemente, mit denen der Faschismus arbeitet. Und es wird den Menschen auch permanent Angst eingejagt. Nicht nur, dass es heißt, pass auf, wenn du nicht spurst, dann machen wir dich fertig, das schon auch, sondern es geht darum, dass man ihnen auch Angst einjagt und sagt, wenn du uns nicht unterstützt, dann wird es dir erst recht ganz schlechter gehen. Dann kommen die auswärtigen Mächte, die werden dich unterdrücken, versklaven, ermorden oder was weiß ich alles. Es wird immer mit Angst gearbeitet. In jeder faschistischen Bewegung ist Angst das zentrale Gefühl oder Moment. Und das ist etwas, was sie alle gemeinsam haben. Daraus leitet sich natürlich auch direkt ein Polizeistaat. Das ist ganz klar, Faschismus ohne Polizeistaat nicht denkbar. Eine Einheitspartei, eine andauernde Agitation der gesamten Gesellschaft. Man lässt die Leute gar nicht so richtig zu Atem kommen, sondern permanent wird ein neues Feindbild darauf geschworen, eine neue Gefahr beschrieben, damit die Leute gar nicht ins Nachdenken kommen, sondern ständig in diesem Angstmodus sind, und sich dann besser lenken und leiten lassen. Permanent werden Gefahren heraufbeschworen. Deswegen sage ich auch immer, wenn heute Gefahren existieren, muss man sie benennen. Aber ein ganz schlechter Ratgeber ist Panik. Das ist ein ganz, ganz schlechter Ratgeber. Man muss schon versuchen, die Sachen mehr oder weniger nüchtern zu sehen. Und wenn wirkliche Gefahren existieren, diese natürlich auch benennen. Das ist ganz klar. Das Sündenbock-Prinzip. Das ist natürlich auch ganz typisch faschistisch. Ja. Sachen laufen nicht gut im Faschismus, das ist normal. Keine faschistische Bewegung hat es bisher geschafft, einen Staat wirklich so aufzubauen, dass, obwohl das propagandistisch immer behauptet wurde, große Teile des Volkes zumindest ökonomisch davon profitierten. Ja. Den Spaniern ging es unter Franco viel schlechter als heute, trotz Massenarbeitslosigkeit. Und lange Zeit hat man immer wieder
gehört, na, die Nazis hätten so eine Art Wirtschaftswunder produziert. Das haben sie definitiv nicht. Im Sommer 1939, unmittelbar vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, war Nazi-Deutschland pleite. Die Nazis konnten nicht wirtschaften. Das Einzige, was sie konnten, auf den Krieg vorbereiten. Wenn der Zweite Weltkrieg nicht gekommen wäre, wäre Deutschland in eine massive Rezession gestürzt. Das wussten die Nazis auch und haben sich gesagt, kein Problem. Wir beginnen jetzt mit Krieg und die Zeche zahlen die Besiegten. Deswegen war der Zweite Weltkrieg von Anfang an nicht nur ein Eroberungs-, sondern auch ein Ausbeutungskrieg. Ich muss Ihnen nicht lange erklären, wie vor allem die Ostgebiete, Polen und die Teile der Sowjetunion, die besetzt wurden, auch massiv ausgebeutet wurden von den Deutschen. Also das hat man in dem Maße zum Beispiel im Ersten Weltkrieg nicht getan. Also ganz klar, Faschismus produziert natürlich auch innere Widersprüche, keinen allgemeinen Wohlstand und davon muss abgelenkt werden. Entweder durch Krieg oder durch Sündenbockstrategie. Franco ist auch nie müde geworden, immer wieder zu betonen, ja, wenn es euch Spanier noch nicht so gut geht, dann wegen der linken Kräfte, die uns schwächen wollen, wegen diesem und jenem. Bei Hitler waren es natürlich die Juden, bei Mussolini waren es auch die demokratischen Kräfte, die es unbedingt gilt zu besiegen, weil die sind immer dafür verantwortlich, wenn es schlecht läuft. Die Sündenbock-Strategie, das Sündenbock-Prinzip. Das muss man einfach wissen, um zu verstehen, wieso der Faschismus auch immer wieder mit solchen Freund-Feind-Schemata arbeiten musste, um überhaupt zu überleben, um zu bestehen. Allerdings gibt es verschiedene Faschismustheorien, die auch den Faschismus unterschiedlich erklären. Ich kann Ihnen nicht sagen, welche von denen wirklich richtig ist. Sie klingen alle auf eine gewisse Art plausibel, aber na gut, sie können nicht alle gleich richtig sein. Zum Beispiel gibt es schon in den 1920er, 30er Jahren entwickelt sogenannte marxistische Faschismustheorien, die von linker Seite aus versucht haben, das Phänomen des Faschismus zu erklären. Marxistische Theoretiker bezeichnen deswegen den Faschismus auch gerne als eine terroristische Herrschaftsform des Kapitals. Also die ökonomische Basis sei allein entscheidend für die Gesellschaftsform. Das ist bei marxistischen Theoretikern relativ weit verbreitet. Diesen engen Zusammenhang zwischen Faschismus und Kapitalismus formulierte Max Horkheimer, ein ganz berühmter deutscher Philosoph des 20. Jahrhunderts, mit folgendem Satz: Wer nicht vom Kapitalismus reden wolle, solle vom Faschismus schweigen. In der Tat gab es, das Beispiel Ende der Weimarer Republik zeigt das sehr deutlich, von Seiten konservativer Politiker und Bewegungen die Idee, also wenn der Kapitalismus in eine Krise gerät, und er kam in eine massive Krise nach 1929, und die Gefahr besteht, dass linke Kräfte, es müssen ja nicht mal linksextreme, auch linksdemokratische Kräfte sein, an die Macht kommen, dann verbünden wir uns lieber mit dem Faschismus, um sozusagen noch möglichst viel von dem zu retten, was man für rettenswert hält. Und deswegen auch die konservative Unterstützung für Hitler. Große Teile der Konservativen haben ihn ja unterstützt. Nicht alle, das muss man jetzt auch zur Ehrenrettung der Konservativen sagen, aber leider viel zu viele. Also, die marxistische Faschismustheorie geht davon aus, wenn der Kapitalismus in eine tiefe Krise gerät, aus welchen Gründen auch immer, in eine ökonomische Krise, dann wird die faschistische Karte gezogen, dann versucht man diese auszuspielen, um einen Umbau der Gesellschaft in einem antikapitalistischen Sinne zu verhindern. Sicherlich, es gibt historische Beispiele, die das belegen. Ob es trotzdem sozusagen der Weisheit letzter Schluss ist und man Faschismus sozusagen auf diesen Nukleus reduzieren kann als Ursache, das sei dahingestellt. Aber auch Hitler hat schon Spenden von der Großindustrie entgegengenommen, damit er den Sozialismus verhindert. Hier eine schöne Karikatur aus dem Jahr 1932, genau, der Sinn des Hitlergrußes. Ich lasse es mal rumgehen, er wird sich sofort erschließen, dieser Sinn des Hitlergrußes. Also Hitler hält die Hand so hoch, damit im Hintergrund ein Kapitalist ihm Geld in die Hand geben kann. So. Andere Marxismus- und Sozialismustheoretiker der sogenannten Frankfurter Schule haben nach dem Zweiten Weltkrieg vor allen Dingen die Theorie des autoritären Charakters etabliert. Für mich klingt das Ganze mindestens genauso plausibel wie die klassische marxistische Faschismustheorie. In der Theorie des autoritären Charakters von Horkheimer und Adorno
beschäftigt man sich mit der Frage, warum Teile der Gesellschaft für faschistische Propaganda empfänglich sind und andere nicht. Und diese Position geht davon aus, dass die Empfänglichkeit für solche Meinungen stärker vom Charakter als von bewussten politischen Überzeugungen oder Überlegungen abhängig sind. Da ist, glaube ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, schon einiges an Wahrheit drin. Hören Sie mal so einen typischen Stammtischgeschwätz zu, wenn mal einer auf den Tisch haut und sagt, ach, wir brauchen mal wieder die starke Hand, die aufräumt mit all diesen Kriminellen und Drogendealern, was weiß ich was. Da winkt sozusagen schon der Adolf aus der Ecke, das muss man ganz klar sagen. Menschen mit einem autoritären Charakter fühlen sich auch in autoritären Strukturen wohl. Andere Menschen, die keinen autoritären Charakter haben, gehen darin unter. Also wahrscheinlich ist auch der individuelle Charakter des Menschen ganz entscheidend. Und das erklärt meiner Meinung nach auch, warum manche zwischen links- und rechtsextrem hin und her springen. Wenn man das Ganze ideologisch betrachtet, sind die Gemeinsamkeiten zwischen links- und rechtsextremismus nicht sehr groß. Also wenn die Leute immer sagen, naja, links- und rechtsextrem, das trifft sich dann irgendwo wieder. Das ist definitiver Quatsch. Also das kann man auch empirisch relativ klar widerlegen. Und auch die Ideen und Lehren der Marxisten und Sozialisten greifen nicht in die Richtung Totalitarismus. Stalin ist ein Diktator gewesen, er war kein marxistischer Theoretiker. Aber wenn ein Mensch einen autoritären Charakter hat, sich da also wohl fühlt, wo er vielleicht auch Gewalt ausüben kann, wo er in autoritäre Strukturen eingebunden wird, kann so jemand natürlich in linksradikalen Kräften sich wohlfühlen und wenn der Wind sich dreht, der Zeitgeist, kann er sozusagen ins rechtsradikale Lager überdriften oder rübergehen. Wir haben ja so einige Beispiele. Vielleicht sagt Ihnen der Name Jürgen Elsässer etwas, ein deutscher Journalist, der noch Anfang der 90er Jahre bei der Konkret war. Die Konkret ist eine Zeitschrift, die es auch heute noch gibt, die ganz klar kommunistisch ist. Elsässer hat sich bis Anfang der 90er Jahre als Kommunist bezeichnet und jetzt ist er Neonazi. Also der ist vollkommen rüber. Oder kennen Sie vielleicht noch den RAF-Terroristen Mahler, Horst Mahler? Ursprünglich RAF-Terrorist, jetzt seit vielen Jahren Holocaust-Leugner und ein ganz widerlicher Neonazi. Also Sie sehen, die Sprünge sind möglich. Am allerschlimmsten finde ich, es gibt einen Franzosen, also bei dem habe ich es nie verstanden, französischer Philosoph des 20. Jahrhunderts, ich glaube, er ist mittlerweile gestorben, der hieß Roger Jarudy, und dieser Mann war Ende der 60er, Anfang der 70er tatsächlich ein Vordenker der Studentenbewegung, hat viele kritische Bücher geschrieben aus marxistischer Sicht. In den 80er Jahren ist er dann auf einmal Faschist geworden, also auch wirklich richtig bekennender Faschist und Hitler-Anhänger. Und mittlerweile ist er radikaler Islamist geworden und jetzt ist er tot. Ja? Also vom Marxisten zum Faschisten zum Islamisten. Ja? Also der hat so ziemlich alles mal mitgemacht. Das ist schon erstaunlich und das kann man vielleicht eher mit einem autoritären Charakter erklären, als mit irgendwelchen politischen Grundeinstellungen. Bitte? Also mit dem Kapital. Ja, ganz genau. Also, dieser Ansatz, der übrigens auch auf Teilen der Theorie von Sigmund Freud basiert, freudischen Theorie, erklärt, warum manche Menschen sich da einfach in solchen Strukturen wohlfühlen und diese auch suchen, wenn sie angeboten werden. Wissen Sie, manchmal fragt man sich ja, wie kann denn das sein, dass jetzt auf einmal, vor allem durch die AfD in Ostdeutschland, also ich glaube, da erzähle ich jetzt nichts Geheimnisvolles, die AfD in Ostdeutschland ist nochmal um einiges radikaler als im Westen, das sind zum Teil wirklich richtige Neonazis, die lediglich diesen Begriff nicht verwenden dürfen, sonst kämen sie vor Gericht, wie zum Beispiel der Höcke und so weiter. Und man fragt sich ja, bevor die AfD gegründet wurde 2013, wo waren diese Leute? Sie müssen ja schon da gewesen sein und sie haben sich parteipolitisch nicht organisiert und sie haben auch nicht rechtsradikale Parteien gewählt. Es fehlt doch einfach das attraktive Angebot. Ne? Die Menschen waren schon vorher da. Jetzt haben sie aber eine Möglichkeit, auf einen Zug, der nach rechts fährt, aufzuspringen sozusagen. Das lässt sich viel mehr mit autoritärem Charakter erklären als mit anderen Konzepten. Und da sind wir jetzt noch bei einem anderen wichtigen Punkt, bei der sogenannten Totalitarismus-Theorie. Ich habe sie vorhin schon angegriffen. Im Gegensatz zur Faschismus-Theorie besagt die Totalitarismus-Theorie, dass es strukturelle, methodische und sogar ideologische Ähnlichkeiten zwischen links- und rechtsgerichteten Diktaturen gibt. Das halte ich persönlich für Quatsch.
Also vielleicht mit zwei Einschränkungen. Stalin war wirklich ein psychopathischer Massenmörder, das unbestritten. Aber ich wage jetzt einfach mal die Behauptung, da hat mir ehrlich gesagt auch noch niemand widersprochen, wenn Stalin in Deutschland gelebt hätte als Deutscher, dann wäre er Nazi geworden. Ich glaube nämlich, Stalin fühlte sich einfach von autoritären Strukturen angezogen und der wollte einfach Karriere machen. Ob er sich jetzt rot oder braun angemalt hat, ich glaube, das war Stalin relativ egal. Stalin-Anhänger in Ostdeutschland, in der DDR, Sie haben ganz recht. In der Tschechoslowakei, ja. In Ungarn. Ja. Mao Zedong war wirklich kein liberaler. Nein, wobei, Sie haben ganz recht, Mao Zedong ist ein Massenmörder gewesen, ist ja unbestritten der Fall. Wobei die asiatischen Modelle des Kommunismus, die sind wirklich ein eigenes Universum. Mao Zedong hat recht wenig von den Vorstellungen eines Karl Marx übernommen. Selbst der Begriff Marxismus wird in China relativ selten verwendet. Oder nehmen Sie Nordkorea. In Nordkorea wird der Begriff Kommunismus fast nie verwendet. Man redet immer von Chuche. Also die Asiaten, so sympathisch ich die Völker da hinten eigentlich finde, die haben so ein ganz eigenes System entwickelt von Diktaturen, das irgendwie von allem etwas hat. Das ist so typisch ostasiatisch. Aber Sie haben zweifellos recht. Es gab in Osteuropa, in der DDR, ja, selbst in Westeuropa, in Westdeutschland, gab es Stalin-Anhänger. Und ich habe selber mit so Leuten dann auch noch gesprochen, die auch noch in den 90er Jahren Stalin verteidigt haben. Ich will das auch in keiner Hinsicht gutheißen, aber das sind Leute, die immer gesagt haben, das würde alles gar nicht so stimmen mit dem Morden, die Stalin gemacht hat, das wäre westliche Propaganda, so schlimm wäre der gar nicht gewesen. Das ist vielfach belegt, dass auf seinem Konto Millionen Tote gehen. Das ist unbestritten der Fall. Ich glaube, da wollen sich manche auch was in die Tasche lügen. Gerade in den 70er Jahren gab es Linksintellektuelle in Deutschland, die, und ich sage noch einmal, das will ich gar nicht rechtfertigen, die aber auf jeden revolutionären Zug aufgesprungen sind und erst einmal das alles gut fanden, bis sie dann festgestellt haben, Moment mal, das hat vielleicht mit meiner Vorstellung von Kommunismus überhaupt nichts zu tun. Vielleicht kennen Sie alle die Roten Khmer in Kambodscha. Das waren ja Massenmörder. Die haben ein Viertel ihrer eigenen Bevölkerung dahin gerafft, ne? Auch im Namen eines roten Terrors. Und ganz zu Beginn gab es einige in Westdeutschland, die gesagt haben, ja, die Roten Khmer, Pol Pot, so hieß der Anführer der Roten Khmer, das wäre eine gute Idee. Irgendwann haben sie dann auch mal gemerkt, ja, Moment mal, dieser Massenmord, das kann nicht im Sinne einer linken aufklärerischen Idee sein. Ja. Das, aber natürlich, das wurde häufig missbraucht. Aber trotzdem, wenn man sich die Ideen, die Ideologien dahinter anschaut, sind die Gemeinsamkeiten nicht sehr groß. Es ist aber lediglich so, sobald Diktaturen aufgebaut werden, zwischen Diktaturen gibt es halt doch gewisse Gemeinsamkeiten. Ja. Und die Sowjetunion war definitiv unter Stalin totalitär. Das kann niemand bestreiten, der sich mit Geschichte auch nur ein bisschen auskennt. Jetzt muss man aber auch fairerweise sagen, nach Stalin war die Sowjetunion immer noch eine Diktatur, aber sie war nicht mehr totalitär. Also unter Khrushchev begann doch eine gewisse Lockerung. Also sagen wir es einfach mal so, wenn Sie unter Stalin sich getraut hätten, bei einem Tischgespräch unter Freunden die Regierung zu kritisieren, wäre die Wahrscheinlichkeit recht hoch gewesen, wenn das irgendjemand gehört hätte, der es nicht hören sollte, dass sie in den Gulag landen, und zwar für ziemlich lange. Unter Khrushchev, wenn sie da mal im Freundeskreis gesagt haben, die Regierung in Moskau nervt mich, hat sie niemand mehr abgeholt. Das hat man dann gelassen. Klar, sie dürften auch da nicht über die Stränge schlagen. Wenn sie öffentlich demonstriert hätten, wären sie auch verhaftet worden. Aber es gibt diesen schönen Spruch von dem deutschen Historiker Schlögel, der das mal wunderbar auf den Punkt gebracht hat. Er hat mal gesagt, unter Stalin sind die Leute verschwunden und nicht wiedergekommen. Unter Khrushchev sind sie dann auch mal verhaftet worden, aber sie sind wiedergekommen. Also ich will das nicht rechtfertigen, was Khrushchev und Brezhnev dann gemacht haben, aber es war nicht mehr die Sowjetunion wie unter Stalin. Das war natürlich ein besonders krankes und perverses Kapitel der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Insoweit mit der Totalitarismus-Theorie kommt man da meiner Meinung nach nicht sehr weit, wenn man das Wesen des Faschismus verstehen will. Und natürlich muss man das Ganze auch zu einer gewissen autoritären Herrschaftsstruktur abgrenzen. Autoritäre Herrschaftsstrukturen gab es immer wieder, die gibt es zum Teil auch in der Bundesrepublik Deutschland, aber da sollte man nicht immer gleich mit der Faschismuskeule kommen. Also das wäre dann sozusagen meiner Meinung nach auch zu kurz gegriffen. Oder, ich habe es vorhin schon erwähnt, das Beispiel Franco-Spanien. Ja, Franco hat mit Faschisten paktiert, die Falange, die spanisch-faschistische Partei, wurde ja dann auch Staatspartei, aber Spanien ist niemals, auch unter Franco nicht, ein lupenrein faschistisches Land gewesen. Dafür haben viel zu sehr noch andere Elemente mit reingewirkt. Sie haben es vorhin auch schon selber festgestellt, in Spanien hatte die katholische Kirche noch ein gehöriges Mitspracherecht
Und es war eine Institution, die von Franco auch nicht beliebig kontrolliert werden konnte. Das war nicht möglich. Die Freiräume der katholischen Kirche im Nationalsozialismus in Deutschland waren äußerst gering. Sie waren tatsächlich noch vorhanden. Also auch die Nazis hätten nicht jederzeit jeden Bischof in Deutschland verhaften und an die Wand stellen können. Der damalige Kölner Bischof hat sich auch manchmal getraut, im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis zu wettern. Und die Nazis hätten ihn sofort an die Wand gestellt, wenn er nicht Bischof gewesen wäre. Aber da haben sie sich dann auch nicht so ganz getraut. Aber in Spanien ist es ganz klar gewesen, dass da auch noch andere Elemente in Francos Herrschaft integriert wurden, als nur der reine Faschismus. Mir ist klar, dass wir uns jetzt auf einer relativ theoretischen Ebene bewegen, weil das für den einfachen Bürger in Spanien womöglich nicht so einen riesigen Unterschied gemacht hat, ob er jetzt im Namen des reinen Faschismus unterdrückt wird oder im Rahmen eines irgendwie klerikalen katholischen Faschismus, angereichert mit konservativen Elementen. Der Unterschied ist vielleicht einfach darin zu sehen, unter anderem, dass unter Franco auch viele Menschen verhaftet und getötet wurden. Franco hat Hunderttausende von Spaniern in den Gefängnissen foltern und hinrichten lassen. Da hat er sich gar nicht so groß von anderen unterschieden. Er stellte aber niemals eine Gefahr fürs Ausland dar. Franco war mit Spanien einfach zufrieden. Das hat ihm sozusagen gereicht. Also könnte man eher von so etwas wie im Falle von Spanien so einem Semifaschismus reden, was die Sache jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig viel besser macht. Wenn wir mal in die Geschichte schauen, also in die Geschichte des 20. Jahrhunderts, warum der Faschismus so stark wurde, dann verstehen wir vielleicht auch noch besser, was er ist. Was er ist, da habe ich jetzt schon einiges dazu erwähnt. Er konnte erst so richtig wirkungsmächtig werden durch den Ersten Weltkrieg. Das ist ganz klar. Der Erste Weltkrieg ist der Katalysator gewesen, der letztendlich den Faschismus auch stark gemacht hat. Die Ideen gab es vorher schon, aber sie waren schlicht und ergreifend nicht mehrheitsfähig. Und es ist kein Zufall, dass der Faschismus in den Ländern letztendlich sehr stark wurde, die zu den Verlierern des Ersten Weltkriegs gehörten. Allen voran natürlich Deutschland und dann noch das kleinere Österreich. Das dürfen wir nicht vergessen. Jetzt denken Sie vielleicht, Moment mal, Italien war doch gar nicht Kriegsverlierer. Italien war ja auf Seiten der Briten und Franzosen, der Entente-Mächte, und hat den Krieg offiziell gewonnen. Ja, da hätten Sie ganz recht, wenn Sie das mir entgegengeworfen hätten. Allerdings muss man sagen, Italien hat von 1915 bis 1918 auf Seiten der Alliierten gegen Österreich und Deutschland gekämpft. Da gab es an der österreichisch-italienischen Grenze ganz, ganz schreckliche Schlachten im Hochgebirge, die sogenannte Isonzo Front, davon haben Sie vielleicht schon mal gehört. Allerdings hat Italien 3 Jahre lang geblutet und was haben sie bekommen? Südtirol. Die Italiener haben sich wesentlich mehr erhofft. Die Italiener fühlten sich 1919 im Rahmen des Versailler Vertrages und der anderen Friedensschlüsse von Paris einfach als Verlierer. Die Italiener haben gesagt, wir haben 3 Jahre gekämpft und dafür bekommen wir das kleine Südtirol. Die wollten viel mehr haben, die Italiener. Die wollten große Teile von Österreich-Ungarn annektieren, also zum Beispiel Kroatien und auf dem Balkan sich das stark machen. Und da haben die Westmächte gesagt, nein, ihr kriegt Südtirol und das war's. Und da haben viele Italiener gesagt, und dafür sind Hunderttausende von Soldaten gestorben, für diese 4 Täler sozusagen. Also nichts gegen das schöne Südtirol, Sie wissen, was ich meine. Ja. Südtirol ist wirklich sehr schön. Italien fühlte sich als Verlierer des Ersten Weltkriegs. Deutschland war der Verlierer des Ersten Weltkriegs und Österreich erst recht. Ja. Sodass dort der Faschismus auch stärker werden konnte, wegen der als zutiefst ungerecht empfundenen Situation nach dem Krieg. Ja. Da war die Frustration einfach viel größer. Ja, Frankreich hat auch gelitten im Ersten Weltkrieg. Millionen Tote und alles. Aber Frankreich hat dann letztendlich doch gewonnen. Und das hat, sagen wir mal, die Moral der Bevölkerung doch ein bisschen gehoben. In Großbritannien genau das Gleiche. Gut, und Russland, später die Sowjetunion, ist dann einen anderen Weg gegangen. Den Weg des Marxismus-Leninismus, beziehungsweise dann des Stalinismus. Und wo der Faschismus zuerst sich durchsetzen konnte, war Italien. Und wo er sich am tiefsten und intensivsten durchsetzen konnte, war in Deutschland, wenn wir jetzt doch mal den Nationalsozialismus als eine Variante des Faschismus begreifen. Und dann habe ich hier auch eine schöne Karikatur dabei aus dem Jahr 1930. Da sind verschiedene Personen abgebildet, ich lasse es gleich durchlaufen. Und sie alle halten einen Buchstaben nach oben, das gesamte Wort heißt dann Republik, damit ist also die Weimarer Republik, die Demokratie gemeint, und hier die verschiedenen Gesellschaftsschichten, die in einer Person oder in verschiedenen Personen jeweils dargestellt sind, ja. Und wenn Sie genau hinschauen, da ist dann ein Nazi, da ist ein Soldat, da ist ein Pfaffe und so weiter und so fort. Also ein fragiles Gebilde, weil die Weimarer Republik von Anfang an viele Feinde hatte. Ich lasse es mal durch.
Aber selbst diese erste deutsche Demokratie hat ja relativ lange ganz anständig funktioniert. Stresemann zum Beispiel. Ja, 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 natürlich, Stresemann. Oder vergessen wir nicht den ersten Präsidenten der Weimarer Republik, Herr Ebert. Von dem kann man Gutes oder Schlechtes sagen, weil der Mann war ein lupenreiner Demokrat. Sozialdemokrat, der für die Idee einer westlich-liberalen Demokratie eindeutig stand. Herr Stresemann genauso. Stresemann vielleicht ein Ticken konservativer, aber definitiv ein Demokrat. Er ist schon nach 3 Jahren gestorben. Stresemann? Ja. Stresemann ist 29 gestorben. Oh. 1929. Ja. Stresemann ist 29 gestorben, genau. Und der Ludwig, Der Friedrich Ebert schon 1925. Ja. Aber trotzdem, diese erste deutsche Demokratie hat trotz der faschistischen, nationalsozialistischen Herausforderung eigentlich sich bewährt. Wenn diese schreckliche Weltwirtschaftskrise nicht gekommen wäre 1929, die hat die Nazis nach oben gespült. Ohne diese Wirtschaftskrise, das soll nichts entschuldigen, hätte es keinen Adolf Hitler als Reichskanzler gegeben. Das war nicht der einzige Faktor, aber es war ein wichtiger. Ja, einfach nur mal, um in 2 Zahlen zu nennen, die das verdeutlichen. 1928 bei der letzten Reichstagswahl vor der Weltwirtschaftskrise hatte die NSDAP beeindruckende 2,6%. Ja, und dann kam die Weltwirtschaftskrise und die Nazis sind dann innerhalb von 2 Jahren von 2,8% auf 37,9% hoch. Ne? Von 3% auf 38%. Das ist schon unglaublich. Das wäre ohne die Wirtschaftskrise sicherlich nie entstanden. Es zeigte also, die Weimarer Republik war eine Schönwetterdemokratie und als es mal ein bisschen stürmischer wurde, hat man sich dann sehr schnell für die faschistisch-nationalsozialistische Variante entschieden. Ne? Die KPD, die damals definitiv auch diktatorisch veranlagt war, die KPD hätte sozusagen eine zweite Sowjetunion in Deutschland aufgebaut, die war zu keinem Zeitpunkt mehrheitsfähig. Die lag so bei maximal 16%. Damit konnte sie bei Wahlen nicht wirklich überzeugen und sie war auch isoliert. Mit ihr wollte niemand anders zusammenarbeiten. Bei den Nazis war das halt doch anders. Die bürgerlichen Parteien waren ab einem gewissen Zeitpunkt alle bereit, mit den Nazis zusammenzuarbeiten. Die einzigen, die sich bis zuletzt gegen die Nazis gewehrt haben, waren tatsächlich die Kommunisten, logischerweise, und auch die Sozialdemokratie. Ne? Alle anderen Parteien haben sich mehr oder weniger den Nazis ab einem gewissen Zeitpunkt an den Hals geschmissen. Ne? Aber wir sehen, es fing an, direkt nach dem Ersten Weltkrieg in den besiegten Staaten zu brodeln und zu gären. Und ein wichtiges Element der Faschisten, leider nicht nur der Faschisten, sondern auch viele andere Leute, aber sei es so, ist die Lüge. Und eine Lüge, die durchaus wirkungsmächtig war in Deutschland, die hat die Nazis nicht nach oben gebracht, aber sie hat den Weg zu Hitlers Herrschaft natürlich begünstigt, ist die sogenannte Dolchstoßlegende gewesen. Ja, davon habt ihr alle schon mal gehört. Ende des Ersten Weltkriegs wäre Deutschland im Prinzip unbesiegt gewesen. Und lediglich die demokratisch-sozialistischen Kräfte in Deutschland hätten das deutsche Heer von hinten sozusagen angegriffen und den deutschen Soldaten erdolcht. Das ist natürlich Blödsinn ohne Ende. Deutschland hatte den Ersten Weltkrieg militärisch verloren. Punkt, Ende, aus. Der Unterschied ist, dass Deutschland, das kaiserliche Deutschland, schlauer war als das Nazi-Deutschland. Schlicht und ergreifend haben die erkannt, der Krieg ist verloren und haben nicht bis zum letzten Mann gekämpft. Die haben gesehen, wenn wir jetzt noch weiter kämpfen, ab Herbst 1918, wird es nur bedeuten, dass noch viele Menschen sterben werden, dafür, dass die Niederlage Deutschlands noch intensiver sein wird. Ja, die kaiserlichen Kräfte waren so schlau, der Kaiser selber nicht, aber die Kräfte um ihn herum, dass sie sich gesagt haben, wenn wir jetzt um Waffenstillstand bitten, dann haben wir noch Verhandlungsmasse. Am Ende des Ersten Weltkriegs hat ja Deutschland nicht bedingungslos kapituliert. Ja? Das war nicht notwendig, weil die Alliierten sich auch gesagt haben, na gut, wenn wir jetzt noch weiter kämpfen und die bedingungslose Kapitulation fordern, wird das noch Hunderttausende von alliierten Soldaten das Leben kosten und dann können wir auch Deutschland so schwächen. Ja. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist eine solche Deutschstoßlegende nicht aufgetreten, weil die Nazis haben ja bis zur letzten Patrone kämpfen lassen. Diese Niederlage war wirklich total. Also zu behaupten, dass die Wehrmacht den Zweiten Weltkrieg nicht verloren hätte, das wäre wirklich Wahnsinn. Ja. Also, aber kommen wir also zurück dazu, warum gerade in Deutschland und Italien der Faschismus so erfolgreich war. Vielleicht lag es auch daran, vermuten manche Historiker, dass es verspätete Nationen sind. Das mag mitgespielt haben. Deutschland wurde erst 1871 gegründet durch Bismarck. Italien 10 Jahre zuvor unter Graf Camillo Cavour bzw. Garibaldi. Frankreich hat sich als Staat
spätestens seit Ende des Hundertjährigen Krieges herausgeformt, das war 1453. Und die englische Monarchie hat auch im 16. Jahrhundert angefangen, sich definitiv zu stabilisieren. Italien war ein ähnlicher Flickenteppich wie Deutschland, aus vielen Kleinstaaten bestehend, bis weit in das 19. Jahrhundert hinein. In Deutschland und in Italien gab es einfach noch zu viel partikularistisches Denken, was gleichzeitig in einer Gegenbewegung mündete. Die Nazis haben ja alles total zentralisiert, genauso wie Mussolini, was eigentlich überhaupt nicht der deutschen Tradition entspricht. Ja, also in Deutschland gab es, seitdem das Land existiert, nur 12,5 Jahre während der Nazi-Diktatur einen Zentralismus. Auch im Kaiserreich gab es keinen Zentralismus, da hatten die einzelnen Bundesländer sehr viel Einfluss. Und in der Bundesrepublik Deutschland auch. Föderalismus gehört zur deutschen Geschichte wie die Kartoffel, sozusagen. Ja. Absolut. Das geht ja auch auf die Kommunen noch weiter. Das geht noch weiter, genau. Nicht nur bei den Ländern, richtig. Also wir haben hier in Deutschland einen sehr ausgeprägten Regionalismus mit allen Nachteilen, aber auch mit allen Vorteilen. Ich will das nicht nur negativ sehen. Gut, mich als Lehrer nervt es manchmal, 16 Bundesländer, 16 Bildungspolitiken, das kann schon nerven, aber Frankreich war jahrzehntelang als Demokratie zentralistisch. Ich bezweifle, dass es deswegen besser regiert wurde. Ja? Also der Zentralismus von Frankreich, der hat auch merkwürdige Stilblüten hervorgebracht. Ja. Ja gut, das ist eine ganz andere Geschichte. Und Frankreich ist ja auch nicht mehr so zentralistisch. Die haben jetzt auch Regionalparlamente, die haben aber nicht den Einfluss wie unsere Bundesländer. Oder schauen Sie sich die Schweiz an, extrem föderal. Trotzdem würde ich sagen, manches läuft in der Schweiz besser als bei uns, aber anderes läuft auch schlechter. Es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Drücken wir es mal so aus. Ne? Mal so ganz salomonisch. Die alten Eliten in Deutschland und auch in Italien, auch aus Aristokratie, Militär, Klerus, Wirtschaft und Beamtenschaft, hatten einfach den Geist der Demokratie mehrheitlich nicht so verinnerlicht wie in den anderen Ländern. Es gab auch in Frankreich faschistische Bewegungen. Es gab sogar eine Nazi-Partei in Großbritannien. Ja? Also die hatten zeitweise auch einen gewissen Zulauf, aber niemals vergleichbar mit dem in Italien oder in Deutschland. Ja? Also der Faschistenführer in Italien, ein gewisser Mosley, der hatte zu seinen besten Zeiten vielleicht 80.000 bis 100.000 Anhänger. Also das ist weniger als 1% der britischen Bevölkerung. Bei Wahlen hatte die faschistische Partei Großbritanniens niemals auch nur den Hauch einer Chance, auch nur einen Abgeordneten ins Parlament zu schicken. Das heißt, in Großbritannien hatte sich die Idee von einer liberalen parlamentarischen Demokratie doch schon so durchgesetzt, dass auch die Verwerfungen der Weltwirtschaftskrise ab 1929 dieses System niemals ernsthaft in Frage stellen konnten. In Frankreich auch so. In Frankreich war es ein bisschen tumulthafter als in England, ohne Zweifel. Es liegt vielleicht, und das meine ich jetzt überhaupt nicht böse, auch ein bisschen, wie soll ich sagen, am französischen Wesen, am französischen Temperament. Franzosen sind ein bisschen temperamentvoller als die Briten und wir Deutsche. Sei es drum, aber auch Frankreich ist der faschistischen Versuchung nicht erlegen. Spanien ist es ja eigentlich auch nicht. Man darf nicht vergessen, dass Franco in Spanien durch einen Militärputsch und durch einen dreijährigen Bürgerkrieg an die Macht kam. Man ist sich ganz sicher, dass zu jedem Zeitpunkt eine Mehrheit der Spanier Franco absolut feindlich eingestellt hat. Der Mann hat ja nicht bei Wahlen gewonnen. Wenn er die abgehalten hätte, hätte er definitiv verloren, sondern er hatte den Krieg militärisch gewonnen, aber auch nur durch massive Unterstützung durch Mussolini und Hitler. Das wissen wir auch. Wenn Hitler und Mussolini Franco nicht unterstützt hätten, hätte Franco den Bürgerkrieg nicht gewonnen. Das hätte er nicht geschafft. Hinzu kam noch, dass die westlichen Demokratien einen riesengroßen Fehler gemacht haben. Sie haben sich für neutral erklärt. Und in so einem Konflikt sollte man eher nicht neutral sein. Die Briten und Franzosen hätten die Republik, die Demokratie in Spanien stützen sollen. Das haben sie nicht getan. Sie haben nichts getan. Welch Ironie der Geschichte. Die einzige Kraft in Europa, die die Demokratie in Spanien verteidigt hat, war die Sowjetunion unter Stalin. Manchmal ist es schon verrückt, was so passiert. Stalin als Retter der Demokratie, fällt mir schwer, sowas zu sagen. Gell? Ja, der hat natürlich ganz unrecht. Natürlich, um die Demokratie ging es ihm nicht. Das ist klar, sondern es ging ihm darum, die Faschisten zu schwächen. Gell? Aber in dem singulären Fall hat er tatsächlich die Kräfte unterstützt, die man hätte unterstützen sollen. Ja? Das ist schon richtig. Aber Sie haben ganz recht, dem Stalin würde ich nichts Positives unterstellen. Ganz sicher nicht. Ja? Können Sie sagen, ja? die Arbeitslosigkeit bei der Welt, also sie war in Spanien ohnehin hoch,
Aber sie ist in Spanien nicht so stark gestiegen wie in den anderen Ländern, schlicht und ergreifend, weil Spanien Ende der 20er Jahre noch ein sehr rückständiges, nur teilindustrialisiertes, agrarisch geprägtes Land war und auch in den Weltwirtschaftskreislauf, in die Globalisierung nicht so eingebettet war, sodass es dort nicht so hart die Leute getroffen hat, die waren vorher schon arm, um es mal auf den Punkt zu bringen. In Frankreich und Großbritannien hat die Weltwirtschaftskrise zu deutlichen Herausforderungen geführt, aber es hat Deutschland ökonomisch auch härter getroffen als Großbritannien und Frankreich, definitiv. Das belegen sowohl die Arbeitslosenzahlen als auch schlicht und ergreifend das Einkommen der Menschen. Aber auch Großbritannien und Frankreich erlebten für sich ganz, ganz schwierige Zeiten. Oder denken Sie an die USA. In den USA war das Anfang der 30er Jahre auch eine ganz, ganz schlimme Phase für ganz viele US-Amerikaner. Also in den USA gab es eine vergleichbare Armut mit Deutschland und Österreich und Italien. Definitiv. Nur, dass die USA, denen man ja heute immer unterstellt, sie wären so undemokratisch, sei dahingestellt, ob das vielleicht sogar in Teilen stimmt. Damals, in den 30er Jahren, haben die USA einen Weg gewählt, den man ihnen heute nicht mehr zutrauen würde. Die Weltwirtschaftskrise kam, der damalige Präsident während der Weltwirtschaftskrise war ein gewisser Herbert Hoover. Was hat er getan? Nichts. Er hat nichts getan. Er hat gesagt, das regeln die Märkte von alleine. Wir müssen einfach nur langen Atem haben. Wir machen nichts, wir der Staat. Das reguliert sich in kurzer Zeit von alleine und dann haben wir wieder Wohlstand für viele. Das ist natürlich Blödsinn gewesen. Ja. Sein Wahlspruch war, Prosperity is just around the corner. Also Wohlstand ist um die Ecke. Wir müssen nur warten. Die Amerikaner haben gewartet, 1930, 1931, 1932 und haben festgestellt, die Politik von Hoover funktioniert überhaupt nicht. Es wurde sogar noch schlimmer. Und dann haben die Amerikaner einen gewissen Franklin Delano Roosevelt zum Präsidenten gewählt. Herbert Hoover war Republikaner, Roosevelt war Demokrat. Und jetzt kommt meine persönliche Meinung, Sie können das gerne anders sehen. Aus meiner Sicht ist Roosevelt einer der progressivsten Präsidenten gewesen, die die USA jemals hatten. Heute bräuchten die USA wieder so jemanden wie Roosevelt. Ein zutiefst demokratischer Mensch, selbstverständlich. Gut, Herbert Hoover war auch Demokrat, da will ich ihm nichts unterstellen. Aber Roosevelt hat ein linkes Programm etabliert in den USA. Also heute würde man ihn als Kommunisten in den USA bezeichnen. Er hat Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen durchgeführt. Der hat die Steuern sowas von drastisch erhöht in den USA. Haben Sie eine Vorstellung, wie hoch der Spitzensteuersatz unter Roosevelt in den USA in den 1940er Jahren war? Ich lasse Sie mal raten. Wenn es falsch ist, macht es nichts. Was schätzen Sie? 89%. 89%. Ja? Es gab 2016 beim Wahlkampf die Diskussion, Hillary Clinton hat so ins Gespräch gebracht, ob man vielleicht den Spitzensteuersatz auf 45% erhöhen solle. Und da hieß es, oh Sozialismus, geht gar nicht. Ob das sinnvoll ist oder nicht, darum geht es mir gar nicht. Aber was Roosevelt damals gemacht hat, wäre heute undenkbar. Roosevelt hat den amerikanischen Staat betont, der jetzt in die Wirtschaft eingegriffen hat. Deswegen ist nicht sofort Wohlstand in den USA ausgebrochen. Auch Roosevelt brauchte ein paar Jahre, um mit seinem sogenannten New Deal, so nannte er seine Politik, weil er so gerne Karten gespielt hat. New Deal ist im amerikanisch-englischen Ausdruck, wenn die Karten neu verteilt werden. Das ist der New Deal. Hat halt gern Karten gespielt und dementsprechend hat er diesen Begriff verwendet. Und Roosevelt hat tatsächlich die Amerikaner langsam, aber sicher auch wieder auf Wohlstandskurs gebracht. So richtig kam das erst mit dem Zweiten Weltkrieg, sei es dahingestellt. Aber auf Roosevelt aufbauend haben die USA die goldenen 50er Jahre erlebt. Ja gut, aber auch nicht alles golden. Aber trotzdem, der Wohlstand in den USA war noch nie so breit, so breit gestreut gewesen wie in den 50er Jahren. Ja. Es gab da auch Arme und Reiche, aber es war nicht so wie heute. Definitiv, das belegen alle ökonomischen Zahlen. Ja. Das geht auch auf Roosevelt zurück, davon bin ich ganz fest überzeugt. Das heißt, die Amerikaner haben im Gegensatz zu den Deutschen damals, als sie vor der Wahl standen, lieber gemäßigt links gewählt als gemäßigt rechts oder gar rechtsradikal. Es gab auch eine Nazi-Partei in den USA, aber die waren vollkommen bedeutungslos. Die haben bei der Präsidentschaftswahl 1932, wenn ich es richtig im Kopf habe, 0,2% Zustimmung bekommen. Ja, also das können Sie vergessen. Ja. Die hatten zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise eine Chance, gewählt zu werden. Es waren lediglich Deutschland, wo die Nazis genau genommen ja auch nicht über die Wahl an die Macht gekommen sind, das wissen Sie. Hitler hatte ja auch bei keiner Reichstagswahl eine absolute Mehrheit, aber doch sind die Nazis spätestens 1932 die dominante Partei in Deutschland gewesen. Und dann haben halt, was ich vorhin schon erwähnt habe, die konservativen Kräfte
viele, nicht alle, sich mit den Nazis verbündet und so hat Hitler seine Mehrheit im Reichstag bekommen, um das Ermächtigungsgesetz zu erlassen, um die Demokratie abzuschaffen, um die Nazi-Diktatur zu etablieren. Ohne Unterstützung der Konservativen hätte er das nicht geschafft. Keine Chance. Also wenn Hindenburg ihn nicht zum Reichskanzler ernannt hätte, er wurde ja nicht gewählt zum Reichskanzler, sondern ernannt, hätte Hitler die Macht nicht ergreifen können. Das hätte nicht funktioniert. Also sehen Sie, die Entwicklungen sind doch ganz, ganz unterschiedlich. Naja, und da haben Sie jetzt mal die beiden, die vor allen Dingen mit Faschismus in Verbindung gebracht werden. Ja. Links Lelouch und rechts der Führer Adolf Hitler, der große Verbrecher. Ja. Anfangs, das wissen Sie wahrscheinlich, war Mussolini das große Vorbild für Hitler und später war Mussolini der Juniorpartner von Hitler. Ja. Also da hat dann Hitler sozusagen die große Rolle gespielt. Ja. Mussolini hat ab 1915 angefangen, das war Kriegseintritt Italiens, in den Ersten Weltkrieg, seine faschistische Gruppierung aufzubauen, die dann 1921/22 doch enormen Zulauf hatte. Und da viele in Italien Angst hatten vor einer sozialistischen Machtübernahme, waren auch in Italien viele bereit, jetzt dem Faschisten Mussolini die Macht zu übergeben, damit er diese linken Kräfte entsprechend beseitigen oder an den Rand drängen kann. Bis 1925 hatte Mussolini dann seine Einparteiendiktatur eingeführt unter einem von ihm geführten großen faschistischen Rat, so nannte er das. Allerdings, auch bei Mussolini gab es noch eine politische Kraft, die er nicht beseitigen konnte, eine Autorität unabhängig von ihm, das, was es in Deutschland nicht gab, der König. Italien hatte einen König. Der König hat offiziell nicht regiert, aber er war als moralische Institution da. Und Mussolini hätte ihn nicht beseitigen können. Das hätte das italienische Volk nicht akzeptiert. Also diese Barriere hatte Mussolini und da kam er nicht dran vorbei. Wie gesagt, in Nazi-Deutschland gab es nichts Vergleichbares, mit ganz leichten Einschränkungen die Kirchen, wo die Nazis nicht ganz beliebig rumwüten konnten, aber auch schon ziemlich gewütet haben. Also ein einfacher Pfarrer ist auch schnell im KZ gelandet, aber klar, an die Bischöfe konnten sie nicht ran. Da haben sie sich dann doch nicht so ganz getraut. Ja? Mussolinis Nachkommen sind politisch sehr aktiv. Seine Enkelin ist eine große Anhängerin von ihrem Großvater. Diese Frau ist lupenreine Faschistin, da macht sie auch kein Geheimnis draus. Ja, ja, also es ist, ja, in Italien, also entschuldigen Sie, also da hat sozusagen die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte definitiv stattgefunden. Aber trotzdem wundere ich mich immer wieder, es gibt ja noch das Mussolini-Grab, das Sie besichtigen können. Und ich erzähle Ihnen keinen Quatsch. Als ich sein Grab mir angeschaut habe, hat mich schon interessiert, waren auch ein paar Italiener dabei. Und wie gesagt, ich erzähle keinen Quatsch, ein Italiener hat den Hitlergruß gemacht an Mussolinis Grab. Stellen Sie mir vor, es gäbe ein Grab von Adolf Hitler und da würde jemand den Hitlergruß machen. Können wir uns irgendwie nicht vorstellen. Natürlich war Mussolini nicht ganz so ein Massenmörder und Gewaltverbrecher wie Hitler, aber trotzdem, dass es überhaupt noch jemand gibt, der diesen Mann verehrt, das ist schon ein Zeichen von ja, großer Ignoranz, wenn man es mal vorsichtig ist. Bitte? Ja, ja, klar. Es haben italienische Partisanen haben ihn getötet und aufgehängt, ihn und seine Lebensgefährtin Clara Petacci. Ganz genau. Was natürlich im Faschismus immer eine ganz große Rolle spielt, ist ein extremer Nationalismus. Ja, also Nationalismus gehört zu allen faschistischen Bewegungen dazu. Die Betonung des eigenen Volkes, nein, der eigenen Rasse, die der anderen natürlich überlegen ist, ganz, ganz wichtig. Und auch die Vorstellung, dass man diese Überlegenheit nicht nur denkt, sondern auch im Handeln ausdrücken muss. So natürlich auch das Weltmachtstreben der Nazis unter Hitler. Allerdings hat Mussolini einfach nicht das Potenzial gehabt, das Hitler bzw. Nazi-Deutschland hatte. Mussolini, ich habe es vorhin schon erwähnt, träumte von der Wiederentstehung des Römischen Weltreiches, aber das hat natürlich hinten und vorne nicht funktioniert. Er führte in Libyen Kriege, in Abessinien, heute nennen wir das Land Äthiopien, hat er auch einen schrecklichen Krieg geführt, übrigens mit dem Einsatz von Giftgas. Das ist etwas, was viele nicht wissen. Überhaupt das erste Mal, dass Giftgas in einem Krieg eingesetzt wurde, war auch nicht Abessinien, war auch nicht der Erste Weltkrieg, sondern ein paar Jahre vorher, heute relativ unbekannt. Und zwar Italien hat im Jahre 1910/11 einen Krieg in Libyen geführt und hat Libyen dem Osmanischen Reich entrissen und Libyen zu einer italienischen Kolonie gemacht. Und im Rahmen dieses Krieges gegen die Osmanen haben die Italiener Giftgas eingesetzt. Dann gab es einen Giftgaseinsatz im Ersten Weltkrieg und dann in Abessinien. Das war 1936 bzw. ab 1935 dann in den folgenden Jahren.
Italien hat sich am Spanischen Bürgerkrieg beteiligt. 1939 hat Italien Albanien besetzt. Ja, also da sieht man schon, Mussolini will sein Reich aufbauen. Na gut, nichts gegen Albanien, aber das kleine Albanien war jetzt keine militärische Herausforderung für Italien. Aber danach wurde es schon ziemlich mau. Mussolini hat sich auch am Feldzug gegen Frankreich beteiligt, aber erst zum Zeitpunkt, als die französische Armee schon besiegt war. Dann hat er da Nizza noch eingenommen und gezeigt, hier, ich gehöre auch dazu. Das war alles ziemlich lächerlich. Und dann hat Mussolini im Herbst 1940 Griechenland überfallen und das war für die italienische Armee eine Katastrophe. Die italienische Armee war viel größer als die griechische und wurde von der griechischen Armee wirklich verhackstückelt und besiegt. Es sah sogar kurze Zeit so aus, als wenn die griechische Armee in Italien eine Invasion startet und anfängt, Italien zu erobern. Die italienische Armee unter Mussolini war so unglaublich unfähig, die konnten nur mit Mühe und Not Albanien besiegen und mehr war nicht drin. Das war einer der Gründe, warum Hitler dann mit der Wehrmacht Griechenland besetzt hat. Ja. Eigentlich war Griechenland gar nicht auf Hitlers Plan, das hat ihn nicht sonderlich interessiert, er wollte ja nach Osten vorstoßen, hat aber Angst gehabt, wenn die Griechen da jetzt gegen die Italiener so erfolgreich sind, könnte es sein, dass die Briten in Griechenland Truppen stationieren und dann sozusagen eine neue Front gegen Deutschland aufbauen könnten. Und deswegen hat er Griechenland besetzt, übrigens auch Kreta. Kreta ist dann von deutschen Fallschirmjägern eingenommen worden. Ja. Also, da war auch ein ganz berühmter Boxer dabei, der in den 1930er Jahren der letzte Schwergewichtsboxweltmeister für Deutschland wurde, Max Schmeling. Der wurde von den Nazis dann als Soldat eingesetzt. Der war bei einem Fallschirmjäger und wurde auch auf Kreta verletzt oder über Kreta verletzt. Ja, nur eine kleine Information am Rande. Auf Rhodos müsste es auch gewesen sein. Ja. Denn da wurden ja überall auch die Juden verfolgt und auch die Griechen haben sie dann übers Wasser weggebracht. Genau. Damals hat die Türkei Flüchtlinge aufgenommen und hat Türkei hat übrigens tausende von deutschen Flüchtlingen auch aufgenommen, die vor den Nazis geflohen sind. Also damals war die Türkei für viele ein Land der Hoffnung. Heute unter Erdogan, ich habe es vorhin schon erwähnt. Das richtet sich nicht gegen das türkische Volk, sondern gegen die türkische Regierung. Sie verstehen mich schon richtig. So, und dann hat 1941 Italien sich am Krieg gegen die Sowjetunion engagiert, ja, Unternehmen Barbarossa, aber die italienische Armee hat da an der Ostfront nicht viel reißen können. Also die italienische Armee war einfach schlecht im Zweiten Weltkrieg. Na gut so, sie waren keine Stütze für Hitler. In Nordafrika wurden sie von den Italienern verprügelt, im Osten wurden sie von den Sowjets verprügelt, die Griechen haben sie auch verprügelt. Mit Mühe und Not konnten sie die Äthiopier und die Albaner besiegen. Gell? Mehr war nicht drin. Also Mussolini hat relativ schnell festgestellt, dass seine Idee von einem großen faschistischen Reich in Luft sich auflöst. Ja. Trotzdem hat er sich dann an die Seite Deutschlands gestellt, in der Hoffnung, wenn Deutschland siegt, sozusagen auch was davon abzubekommen, von dem großen Sieg. Und 1943 hat ja Italien dann die Seiten gewechselt, Mussolini wurde da schon entmachtet, aber Hitler hat ihn dann wieder rausgeboxt, Mussolini war schon verhaftet worden, deutsche Fallschirmjäger haben ihn dann wieder befreit. Das war Mussolini auch gar nicht so recht, da sind wir uns ziemlich sicher. Hitler hat ihn dann sozusagen als Fürsten in Norditalien eingesetzt, da hat er so einen faschistischen Staat noch regieren dürfen mit ein paar Getreuen. Mussolini hätte lieber mit den Alliierten verhandelt und vielleicht sein Leben gerettet, ihm war klar, wenn er an Hitlers Seite bleibt, wird er sterben, aber er hatte dann keine Chance mehr, war dann Hitler ausgeliefert. Ne? Und wo überall die Nazis hinkamen und mit ihren Truppen die Länder besetzt haben, haben sie versucht, faschistische Bewegungen in ihrem Sinne einzusetzen. Ne? Zum Beispiel wurde im Frühjahr 1941 Jugoslawien von den deutschen Truppen besetzt und zerschlagen. Und in Jugoslawien hat man so eine ganz klare Rassenpolitik betrieben, ganz ähnlich wie in der Sowjetunion. In Jugoslawien hat man gesagt, also die Serben sind ganz unten, die sind unser Hauptfeind, die werden versklavt und fertig gemacht. Mit den Kroaten hat man sich eingelassen. Es gab einen faschistischen kroatischen Staat, der auf Seiten der Nazis sich engagiert hat. Es gab auch kroatische Armeeeinheiten an der Ostfront, die gegen die Sowjetunion gekämpft haben. Das war das sogenannte Ustascha-Regime. Das ist das Zeichen des kroatischen Ustascha-Regimes gewesen. Sie kennen vielleicht dieses Rautenmuster, das ist heute noch kroatisch. Das haben die Ustascha-Leute einfach übernommen. Also auch Kroatien hat seine faschistische Diktatur gehabt. Allerdings konnte die Ustascha in Kroatien nur an die Macht kommen, weil die Nazis das Gebiet besetzt haben. An sich hatten die keine Mehrheit im kroatischen Volk, die kamen nicht mal in die Nähe von einer Mehrheit. Aber so hat das Ustascha-Regime schrecklich gewütet. Das ist etwas, worüber man in Jugoslawien lange Zeit nicht geredet hat, vor allem in Kroatien.
und heute auch noch nicht so gern, dass die auch ihre faschistische Phase gehabt haben. Und die Kroaten haben sich wesentlich intensiver als die Italiener zum Beispiel am Holocaust beteiligt. Ja? Nicht die Kroaten, also die kroatischen Faschisten, verstehen Sie mich nicht falsch. Ja? Also ganz klar gab es auf dem Balkan auch starke faschistische Bewegungen. Oder Rumänien. Rumänien war ja auch auf deutscher Seite im Zweiten Weltkrieg. In Rumänien gab es auch eine faschistische Gruppierung, die auch nur durch den massiven Einfluss der Nazis entsprechend Einfluss bekommen konnte. Das war die sogenannte Eiserne Garde. Das war ihre Standarte. Also vielleicht auch mal kurz rumgehen. Der rumänischen Faschisten. Woher Rumänien einen sich, das meine ich jetzt nicht böse, sondern eher positiv, so chaotisches Land ist, dass die Faschisten da also auch nicht ernsthaft jemals das gesamte Volk kontrollieren konnten. Aber die Nazis brauchten überall faschistische Helfershelfer, vor allen Dingen auch im Rahmen des Holocausts. Das war ganz wichtig. Also die Eiserne Garde in Rumänien hat auch die Juden zusammengetrieben, die es in Rumänien gab. Das waren nicht so viele, aber es gab doch welche, um sie dann den deutschen Behörden zuzuführen, damit die dann auch entsprechend hingerichtet bzw. vergast werden können. In Ungarn gab es auch eine faschistische Bewegung, die auch ohne die deutsche Politik nicht an die Macht gekommen wäre. Auch das muss man sagen, aber trotzdem, es gab sie und sie hatte schon gewisse Zustimmungen im Volk. Das waren die sogenannten Pfahlkreuzer. Ich finde, das erinnert mich schon an das Hakenkreuz, was da jetzt gerade rumläuft. Die Pfahlkreuzler waren die Anhänger einer faschistischen, antisemitischen Partei in Ungarn, die übrigens eine Nachfolgerorganisation hat, die jetzt auch im ungarischen Parlament ist und die Viktor Orban unterstützt. Also die faschistischen Kräfte in Ungarn, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie direkt regieren, aber sie haben Einfluss auf den Staatsapparat, also die neofaschistischen Elemente in Ungarn. Ja. Ihr Parteiführer war ein gewisser Ferenc Szalasi, der eng mit Hitler zusammengearbeitet hat. Mit Unterstützung des Dritten Reiches errichteten die Pfahlkreuzler dann erst spät im Krieg, am 16. Oktober, einen faschistischen Staat in Rumänien, der bis zum 28. März gehalten hat, also ungefähr ein halbes Jahr, bevor die Rote Armee das dann erobert hat. Darüber hinaus gab es auch faschistische Bewegungen und Organisationen, Großbritannien, Frankreich habe ich schon erwähnt, auch in Belgien, auch in der Schweiz. Ja. Auch da waren sie nicht mehrheitsfähig, aber es gab auch eine faschistische Partei in der Schweiz, die schon einen gewissen Zuspruch hatte, aber wie gesagt nicht mehrheitsfähig war. Ja, aber es gab sie, die auch ein enges Bündnis mit Nazi-Deutschland wollten. Ja, nach dem Krieg nach 1945 wollte das in der Schweiz dann auch keiner mehr gewesen sein. Das kennen wir auch schon. Ja. Aber auch außerhalb Europas, ich erwähne das nur, weil das dazugehört, gell? Es gab in Ägypten eine faschistische Partei. Ja, selbst in Ägypten, in den USA, in Brasilien, na gut, da regiert jetzt gerade jemand mit faschistischen Zügen. Und, das finde ich ganz verrückt, es gab auch auf Kuba eine Partei, die nannte sich auch Partido Nacional Socialista de Cuba. Die Nationalsozialistische Partei Kubas. Komme ich gleich drauf. Japan ist noch was ganz anderes. Nein, muss ich Ihnen jetzt widersprechen. Aber ganz kurz noch, auf Kuba hatten die überhaupt gar keine Bedeutung. Chile, Sie meinen jetzt Pinochet. Pinochet war... Ja, natürlich unterstützt wurde Pinochet von allen möglichen Faschisten. Er selber ist eigentlich ein klassischer Diktator und Militär gewesen, der eigentlich keine faschistischen Züge hatte. Ich bin der Letzte, der ihn niemals gut findet. Aber zu Faschismus gehört ja immer Massenmobilisierung und so etwas. Und das gab es in Chile nicht. Also Chile kannte das jetzt weniger, sondern es war eine klassische, grausame Militärdiktatur. Japan, danke für den Hinweis, Japan hat im Zweiten Weltkrieg treu an deutscher Seite gekämpft. Das ist vollkommen richtig. Aber Japan war keine faschistische Diktatur, sondern Japan war eine japanische Diktatur. Japan ist ein eigenes kleines Universum, das man sozusagen mit westlichen Kategorien nicht verstehen kann. In Japan gibt es einen ganz ausgeprägten Rassismus, zum Teil immer noch früher, aber noch viel stärker. Natürlich, die Japaner haben sich so als die einzig wahren Menschen betrachtet und alle anderen sind mehr oder weniger Untermenschen, vor allem die Chinesen und Koreaner und Vietnamesen und Indonesier. Dass die Japaner ähnlich gewütet haben in ihren besetzten Gebieten wie die Deutschen. Das ist eine Tatsache, aber eine faschistische Ideologie kann man Japan nicht unterstellen, weil Japan ganz eigene Ideen und Vorstellungen hat und die haben sich nicht sonderlich stark davon beeinflussen lassen. Japan hat halt wirklich eigene Traditionen und eigene Vorstellungen. Das macht die Sache nicht weniger blutig, das will ich damit nicht sagen. Aber zum Beispiel, es gibt ja in Japan keine Juden.
Und als Hitler während des Zweiten Weltkrieges die Japaner aufgefordert hat, auch die Nürnberger Rassengesetze in Japan einzuführen, haben die Japaner nur im Kopf geschüttelt und gesagt, es gibt bei uns keine Juden, wieso sollen wir diese Rassengesetze einführen? Wo es keine Juden gibt, wo man keine Berührung zu dieser Religion hat, muss man sie auch nicht verfolgen. Also zum Beispiel, Japan kannte keinen Antisemitismus, es gibt keine Juden da. Es gab nie welche. Japan ist immer ein Land gewesen, in dem das Judentum als Religion nicht existent war. Die einzigen Juden, die sie in Japan haben, die finden sie natürlich in der Botschaft in Israel und ein paar Touristen. Das war es dann auch schon. Ja. Also, man darf nie vergessen, der Faschismus ist eine Bewegung gewesen, die in vielen Ländern Europas Fuß gefasst hat. Ja, was ich noch gar nicht erwähnt habe, auch in Osteuropa, in Polen gab es faschistische Bewegungen, obwohl die Polen eigentlich das erste Opfer Deutschlands waren und auch ein intensives Opfer, die armen Polen, war es tatsächlich so, dass es in Polen aber auch faschistisches Gedankengut gab. Also verrückt es klingt, die Polen haben die deutschen Besatzer gehasst, aber es gab trotzdem einige Polen, die sich den Deutschen angebiedert haben, als es um die Verfolgung der Juden ging. Antisemitismus ist in Polen unglaublich weit verbreitet gewesen. Mindestens so weit verbreitet wie in Deutschland. In Russland ist der Antisemitismus sogar zu Hause gewesen. Wenn es das Dritte Reich nicht gegeben hätte, würde heute jeder sagen, Antisemitismus, das ist vor allem ein russisches Phänomen, weil bis 1933 in Russland es die schlimmsten Pogrome gegen Juden gegeben hat. Im zaristischen Russland, aber selbst auch in der sozialistischen Sowjetunion, war Antisemitismus weit verbreitet. Und als die Nazis 3 Jahre lang, oder die Wehrmacht und die SS, die Ukraine besetzt hatten, gab es in der Ukraine auch faschistische Bewegungen, die sich den Nazis gegen die Kommunisten in der Sowjetunion angebiedert haben. Es gab eine ukrainische SS-Division, die auf Seiten der Nazis gekämpft hat, vor allen Dingen Juden eingesammelt hat. Also in der Ukraine gibt es auch eine starke faschistische Bewegung, damals wie übrigens auch heute. Einer der Führer der ukrainischen Faschisten oder der Führer war ein gewisser Bandera, klingt so spanisch, aber in dem Fall ein Ukrainer. Der ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Deutschland untergetaucht. Der lebte dann in München der Bundesrepublik Deutschland natürlich, und ist wirklich ein Gewaltverbrecher gewesen. Heute wird er zum Teil wieder hochgehalten. Ja? Also bei den Maidan-Protesten vor ein paar Jahren haben Leute so Spruchbänder hochgehalten, Bandera, Volksheld und so weiter. Ja? Da wird ein Faschist auf einmal von bestimmten Kräften der ukrainischen Bevölkerung, natürlich nicht von allen, entsprechend gefeiert und unterstützt. Also das Gedankengut ist nicht tot. Es ist noch da. Und was mich umso mehr erschreckt, wenn man einfach mal sieht, wo das hingeführt hat. Bleiben wir mal in Deutschland. Die Idee des Nationalsozialismus, das heißt die deutsche Ausformung des Faschismus, führte, Sie erkennen das alle, direkt nach Auschwitz. Wer will denn das bitte schön leugnen? Das leugnet nur ein Holocaust-Leugner. Das ist in Deutschland zu Recht eine Straftat. Also, wie sieht es heute aus? Ja, ich würde mal behaupten, das klingt jetzt klassenkämpferischer, als ich es meine, der Kapitalismus ist auch wieder in eine ganz schöne Krise geraten. Wenn wir ihn nicht reformieren, dann wird das Ganze an die Wand fahren. Davon bin ich überzeugt. Wie das im Einzelnen auszusehen hat, ich bin kein Ökonom, ich bin Historiker und Philosoph, das kann ich im Detail nicht sagen. Aber ich denke, Sie werden mir zustimmen, der Kapitalismus ist mal wieder in eine Krise geraten. Wir haben in bestimmten Ländern Europas eine Aushöhlung der parlamentarischen Demokratie. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin erzürnt, erstaunt und entsetzt, wie sehr das hingenommen wird. Was wir im Moment, Türkei habe ich schon erwähnt, das ist ganz schlimm, aber auch in Ungarn. Viktor Orban höhlt die demokratischen Elemente auf. Die Pressefreiheit wird abgeschafft, die Meinungsfreiheit wird eingeschränkt, die Gewaltenteilung, ähnliche Entwicklungen haben wir in Polen, wenn auch nicht so extrem. Und unsere Politiker, es ist mir jetzt auch vollkommen egal, von welcher Partei sie sind, darum geht es mir nicht, ich mache hier keine Parteipolitik. Aber trotzdem, wo bleiben denn da die kritischen Worte von Frau Merkel? Ja, hier und da sagt sie mal was, aber das ist lächerlich. Die Regierungen in Europa, die das sehen, müssen auf den Tisch schauen und müssen sagen, so geht es nicht. Im Prinzip ist es eine Art neuer Protofaschismus, der sich in Teilen Europas breit macht, und die Europäische Union schaut zu. Elemente arbeiten auch mit der Angst. Ja, natürlich, ganz stark. Also Viktor Orban ist der Meister der Angst. Deswegen hat er in Ungarn eine Mehrheit hinter sich, und auch in Polen wird mit Angst gearbeitet, auch in Deutschland natürlich, ganz klar. Aber Sie sehen, mir fehlt hier in unserer Gesellschaft des 21. Jahrhunderts ein entschiedenes Nein
zu diesen Bewegungen, die zumindest faschistische Elemente haben. Noch einmal, ich würde es nicht einfach sagen, Ungarn gleich faschistisches Land. Das wär mir zu billig und das ist auch nicht richtig. Aber, wie hat es mal Bertolt Brecht so schön gesagt, wehret den Anfängen. Man muss schon aufpassen, was da passiert. Und die Proteste von unseren Politikern sind mir da ein bisschen zu mau. Und im schlimmsten Falle, und das ist mich nicht falsch verstehen, ich bin ein großer Freund der Europäischen Union, das wunderbarste Friedensprojekt der europäischen Geschichte überhaupt. Aber im Extremfall muss man auch mal ein Land rausschmeißen. Es kann ja wohl nicht sein, dass so Länder wie Ungarn an allererster Stelle, dann aber auch Polen, wobei die Polen würde ich so ungern rausschmeißen, ich finde Polen so sympathisch, aber egal. Man muss diesen Ländern irgendwann mal klar machen, so geht es nicht. Wir sind eine Wertegemeinschaft in Europa und die darf nicht beliebig kaputt gemacht werden. Und so Leute wie Orbán machen das. Sie machen das kaputt. Und die konservative Partei, also die Europäische Volkspartei, hat es bis zum, das ist der Bund aller konservativen Parteien in Europa, also dazu gehört auch die CDU, CSU, haben es bis heute nicht geschafft, diesen, entschuldigen Sie, Drecksack Viktor Orbán rauszuschmeißen. Das ist ein Armutszeugnis. Dieser Mann zerstört die Demokratie in Ungarn und auf Deutsch gesagt, wir schauen zu. Es passiert praktisch gar nichts. Und das kann ich sagen. Das heißt, irgendwie aus der Geschichte gelernt hat man dann doch nicht so richtig. Zumindest manche Kräfte nicht. Natürlich, Populismus sollte man mit Faschismus nicht gleichsetzen. Aber die Gemeinsamkeiten sind definitiv da. Die Überschneidungen sind größer, als man im ersten Augenblick denken mag. Und Faschismus, meine Damen, meine Herren, bedeutet ja auch nicht gleich, dass Auschwitz wieder aktiv wird. Das sehe ich jetzt auch nicht. Das wäre wiederum Panikmache. Aber antidemokratische, antiliberale Tendenzen, antiparlamentarische Tendenzen, diese sind in den verschiedenen Gesellschaften Europas verschieden stark ausgeprägt, in manchen aber besonders stark. Geschichte wiederholt sich nicht einfach, das wäre auch zu billig, aber ich bleibe dabei, man muss aus der Geschichte lernen, damit sich gewisse Probleme und Gefahren nicht wiederholen. Und da tun wir in Europa, da tun auch unsere gewählten Regierungen, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, entschieden viel zu wenig. Und wie hat es mal so schön jemand gesagt, Faschismus ist keine Ideologie oder Meinung, sondern Faschismus ist ein Verbrechen. Und genau als solches muss man es darstellen. Meinungsvielfalt, selbstverständlich. Pluralismus, natürlich. Widerspruch, kritischer Diskurs, muss sein, ganz klar. Aber faschistische Meinungen können und dürfen wir nicht dulden. Sowohl im persönlichen Umfeld, also wenn ich das höre, da schieße ich immer sofort. Ich lasse viele Meinungen gelten, aber das lasse ich nicht gelten. Aber auch auf staatlicher Ebene. Da müssen wir wirklich vorsichtig sein. Sie wissen, ich bin ja auch Lehrer an einem Gymnasium in Konstanz. Und was ich auch mal zu meinen Schülern sage, ich unterrichte ja unter anderem auch Philosophie, Ethik und solche Dinge, auch Geschichte natürlich, sage ich immer, Leute, wir haben hier Meinungsvielfalt. Ihr könnt eure Meinung sagen und ich werde nicht sagen, deine Meinung ist falsch. Wenn die Schüler untereinander streiten, ist es okay. Ich halte mich als Lehrer zurück mit einer Einschränkung. Faschistisches und rassistisches Geschwätz dulde ich nicht. Habe ich aber bei Schülern, zumindest bei meinen Schülern, bisher so gut wie noch nie erlebt. Einmal. Und den habe ich dann auch zurechtgewiesen. Dann hat er auch gemotzt und gesagt, nee, Meinungsfreiheit. Ich habe gesagt, nee, die Meinungsfreiheit endet hier. Der hat nämlich ganz konkret gesagt, Hitler wäre ein guter Staatsmann gewesen und das wäre alles nur Lüge und so weiter. Hat mir mal ein Schüler ins Gesicht gesagt. Das ist mit Meinungsfreiheit nicht mehr zu vertreten. Weil man muss sich darüber im Klaren sein, solche Leute, wenn diese Macht haben, schaffen sie die Meinungsfreiheit nämlich ab. Orbán seine Freiheit zu lassen, heißt anderen die Freiheit zu nehmen. Genauso mit Herrn Erdogan, da ist es am allerschlimmsten, klar. Aber ich sehe auch, indem ich sage es noch einmal, aus meiner Sicht sehr sympathischen, schönen Land Polen, ich mag die Polen, aber auch Tendenzen, die mir gar nicht gefallen. Und da muss man hinschauen, im Sinne unseres europäischen Wertesystems. Wenn man das nicht tut, dann ist die Europäische Union es auch nicht wert, weiterzuleben. Ganz klar, ich bin ein großer Freund des europäischen Gedankens. Aber er muss mit Werten gefüllt sein, ansonsten ist er es nicht wert, zu überleben. In diesem Sinne bin ich aber von Natur aus eher optimistischer Anlage und sage, ich bin davon überzeugt, dass wir diese Herausforderung meistern werden. Und ich glaube sogar schon zu beobachten, vielleicht irre ich mich, dass sozusagen die Spitze der populistisch-protofaschistischen Bewegungen schon erreicht ist, dass es jetzt auch langsam wieder ein bisschen rückläufig ist, außer vielleicht in Großbritannien. Aber lassen wir uns mal überraschen. In Großbritannien wird es jetzt spannend, Sie haben mitbekommen sicher, die Brexit-Partei dort hat, was habe ich gelesen am Sonntag, Zustimmungswerte um die 34%.
die werden womöglich stärker werden als Labour und Konservative zusammen. Armes Großbritannien. Es tut mir leid.